Geh aus dem Haus raus. Was? Oh, er hat die Haustür offen gelassen. Wir können entkommen. Wir sind frei. Hey Freunde, herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfer. Herzlich willkommen zurück bei Bark. Das Horrorgame, in dem wir als Hund spielen. In der letzten Folge hat irgendwer in der Nachbarschaft mit Waffen romantiert. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, ist sie jetzt hier oben rechts im Video verlinkt. Und mal sehen, was wir heute so im Dasein des Hundes im Horrorhaus erleben werden. Das gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Channel da. Leute, Kuss geht raus für den Support. Vielen, vielen Dank. Und wir sind jetzt hier zurück im Haus. Und genau, wir sollen jetzt hinten in das Badezimmer gehen und schlafen. Das war ja unsere Aufgabe am Ende von diesem Kapitel. Das machen wir jetzt auch mal. Nachdem hier eben im Garten irgendwie mit Waffen und was weiß ich rumgeschossen wurde, hauen wir uns jetzt einfach mal hier. In dem Bad waren wir auch noch nicht, ne? Ich hoffe, es gibt keinen Ärger, wenn wir hier schlafen. Weil unser Herrchen ist ja nicht so ganz, naja, nicht so freundlich, ja? Deswegen, wir hauen uns einfach mal hier hin. Und damit ist der Samstag auch bereits komplett. Oder besser gesagt, der Samstagnachmittag. Ich denke mal, Samstagabend kommt jetzt bestimmt noch. Wir verbessern hier wieder ein bisschen unsere Skills. Bisschen mehr Stealth, bisschen mehr Sense. Das ist schon mal nice. Habe ich überhaupt Leckerlis gefunden? Drei. Okay, wir haben drei Leckerlis gefunden. Stark. Und jetzt wachen wir wieder auf Samstagabend, denke ich. Oder Samstagnacht sogar. Lingering Binds of Broken Chains. Gebrochene Ketten. Schaffen wir es zu entkommen vielleicht? Schaffen wir es vielleicht zu entkommen? Wir sind eingesperrt. Wir sollen irgendwie aus dem Bad rauskommen. Oh, warum? Warte, sind hier irgendwo Leckerlis versteckt? Also für die, die die anderen Episoden noch nicht geguckt haben, erstmal ganz klare Empfehlung. Ist ein ultra cooles Game. Auf jeden Fall die ersten beiden Episoden noch schauen. Und hier haben wir schon wieder. Hier sind überall Sticker von YouTubern. Hier ist Jacksepticeye und einen Leckerli. Weil wenn wir die Leckerlis sammeln, kriegen wir gute Bonuspunkte. Das nehmen wir mal mit. Und jetzt müssen wir irgendwie einen Weg aus dem Bad finden. Kann ich nicht irgendwie hier hochklettern? Und auf die Türklinke oder so? Ich meine, wie soll ich sonst hier rauskommen? Obwohl, ich könnte bellen, bis das Herrchen kommt, oder? Wir bellen mal. Und mal sehen, ob unser Herrchen uns die Türe öffnet. Was ist das da? Irgendwas Sektor. Okay. Aber wir bellen einfach mal weiter, bis er hoffentlich hier reinkommt. Und die Tür aufmacht. Wir verstecken uns schon mal. Lass mich raus! Aber wenn wir zu oft bellen, dreht unser Herrchen natürlich durch. Ist ja so die Story vom Game, dass unser Herrchen ultra gewalttätig ist. Was war das jetzt? Hat das Herrchen gerufen? Story vom Game, dass unser Herrchen gewalttätig ist. Ja, jedenfalls müssen wir ihn jetzt scheinbar doch alarmieren, dass er mal hier im Bad nach dem Rechten sieht, damit wir rauskommen. Einfach mal die ganze Zeit bellen, bis er... Jetzt kommt er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Okay, okay, okay. Wir können ihn sehen mit unserem Sense, den wir benutzen können. Damit können wir so sehen, wo... Ja, wo Bedrohungen sich befinden. Und ich bleibe einfach mal hier. Oh, oh. Oh, oh, er ist schon hier drin. Aber er sieht uns nicht. Wow, ultra Glück gehabt gerade. Ich dachte safe, er sieht uns. Alter, er stand direkt neben uns. Wie kann er uns nicht gesehen haben? Aber okay, okay, okay. Er entfernt sich. Das heißt, wir können jetzt hier raus. Scheinbar, ja. Keine Ahnung, wo er hingeht. Er ist da jetzt in irgendeinem anderen Raum. Okay, und jetzt ist unsere Aufgabe, mit Spielzeug im Haus zu spielen. Die beste Aufgabe für einen Hund. Am besten mit der Konsole hier. Ja, okay, das wird nicht funktionieren. Aber wir schauen uns mal um. Weil wir haben ja auch noch eine Katze hier im Haus. Und wir müssen noch, insgesamt gibt es immer 5 Leckerlis pro Kapitel. Mal schauen, dass wir da auch noch was finden. Hier sind noch ein paar Bowlingbälle, die können wir rumschmeißen. Und es gibt halt, wie gesagt, noch eine Katze im Haus. Wenn wir die anbellen, gibt es auch Bonuspunkte. Dann haben wir den wichtigen Auftrag erfüllt, wenn die Katze angebellt wurde. Das ist so ein obligatorischer Auftrag. Oh, es sind ganz viele Türen zu, die sonst offen waren. Hier konnten wir eigentlich in die Garage und so. Warte mal, ist hier drüben? Nee, hier ist noch offen. Okay, warte, ist hier noch irgendwo? Ja, genau, hier ist ein Leckerli. Logisch. Und jetzt sollen wir wieder alle Katzen im Vorgarten erschrecken. Das machen wir mal wieder. Die sollen wir wieder verjagen. Let's go. Raus aus meinem Garten. Ja. Oh, oh. Oh, warte, da ist noch ein Leckerli. Nee, doch nicht. Was ist das? Ach so, einfach nur eine DVD, die wir rumschmeißen können. Ja, okay, wenn ich jetzt hier aber als rumbelle, dann haben wir ja gleich direkt wieder Stress mit dem Typen. Aber wir werden uns auf jeden Fall da in der Ecke verstecken.
Da ist gut zum Verstecken. Oder hier in der Ecke ist, glaube ich, auch gut. Je nachdem, von wo er angelaufen kommt. Hauptsache, wir verstecken uns gleich. Wir werden uns definitiv nochmal verstecken müssen. Weiter bellen, weiter bellen. Ja, keine Ahnung, wie viele. Oder wieder Sirenen. Irgendwas geht... Ah, jetzt wird wieder rumgejault, weil die Sirenen da sind. Klassischer Hundetrick. Oh, und jetzt müssen wir einen Ort finden, um uns zu verstecken. Ja, schnell! Find a place to hide. Okay, wir verstecken uns. Hier in der Ecke, kann ich mich hier? Oh ja, hier in der Ecke ist richtig gut. Hier ist auch der Sticker von Ryan. Okay, wir bleiben mal hier in der Ecke hinterm Schrank. Beste Versteck EU-West. Der wird uns hier niemals finden. Hoffe ich. Oh, er ist hier drin. Aber er sieht uns nicht. Wir sind weit genug in der Ecke drin. Oh, ultra Glück gehabt, dass er nicht bis hier hinten reinkommt. Er sagt, er wird uns finden. Ich glaube nicht, Bro. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Okay, jetzt müssen wir warten, bis er wieder weg ist. Bis die Luft wieder rein ist. Und ich denke mal, dann müssen wir weiter Katzen erschrecken. Und er ist wieder weg. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir wieder aus unserem Versteck rauskommen. Wie viele Leckerlis haben wir gefunden? 3. Wir sollen in den Garten gehen. Okay. Ich will mich gerade aber noch kurz umschauen. Obwohl, wahrscheinlich können wir im Garten noch mehr Leckerlis finden. Oder hier in der Garage. Scheinbar werden noch einige Orte geöffnet in diesem Kapitel. Weil eben waren ja alle möglichen Türen zu. Die jetzt nach und nach dann doch geöffnet werden. Was ist mit der Musik? So Musik hatten wir noch nie. Okay, wir gehen mal raus in den Garten. Wir sollen erstmal wieder Territorium markieren. Das können wir. Oh, nee. Warte, hier gar nicht an der Ecke. Okay, hier können wir Territorium markieren. Dafür müssen wir immer in den Sense-Modus gehen. Und ich habe gerade noch einen Leckerli gesehen. Das werden wir uns erstmal schnell noch reinfahren. Da liegt nämlich hier in der Ecke noch eins. Dann haben wir 4. Das ist sehr gut. Und hier an der Ecke hier können wir doch bestimmt auch noch mal Territorium irgendwo markieren. Okay, vielleicht auch nicht. Hä? Letztes Mal, als wir hier waren, gab es irgendwie 1000 Ecken, an denen wir Territorium markieren konnten. An jedem Baum, an jeder Hauswand. Aber vielleicht reicht das für diese Woche schon. Vielleicht müssen wir nicht mehr an so viele Ecken. Schauen uns gerade trotzdem nochmal um. Weil der Auftrag besteht immer noch. Wir sollen uns nach dem Lärm umsehen. Okay, da müssen wir rein, oder? Okay, wir schauen mal nach. Der ist hier vorne am Rumbellen vorm Fenster, ne? Warte, wir rushen mal hin. Hier ist er doch. Ja, was soll denn das? Was bellt er denn hier rum? Hau mal ab! Hör auf damit! Ich bell zurück! Hör auf! Weg mit dir! Warte, kommt der? Oh oh. Unser Herrchen kommt, unser Herrchen kommt. Wir verstecken uns besser. Alter, was bellt er denn als vorm Fenster rum? Hoffentlich macht er auch was gegen den großen Hund. Das kann doch nicht sein. Ich kriege hier ständig Ärger. Dafür, dass andere hier rumschreien. Okay, mal sehen, was passiert. Aber der sucht nur nach uns, oder? Ja, guck mal. Ja, natürlich kannst du ihn hören. Der steht vorm Fenster. Bro, falscher Raum. Hä? Was? Okay, das ist ein bisschen komisch. Er ist einfach nur sauer auf uns. Ja? Okay, doch, jetzt steht er da. Macht er auch irgendwas? Nö. Ja, klasse. Toll, danke für nichts. Okay, der große Hund ist weg. Und wo ist er aber hingelaufen? Man sieht ihn gar nicht. War auf einmal gerade einfach weg. Ich habe mich hier ein bisschen umgedreht. Wieder zurückgeguckt. Sense wieder angemacht. Da war der weg. Okay. Er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, kein Bock auf Stress. Aber der große Otto hier, der läuft hier immer noch rum. Oh, er geht wieder in den Raum rein. Macht die Tür zu. Und? Sind wir ihn los? Ja, wir sind ihn los. Geh aus dem Haus raus. Was? Oh, er hat die Haustür offen gelassen. Wir können entkommen. Wir sind frei. Wir sind unser gewalttätiges Herrchen los. Oh, man sieht auch unseren Schatten. Guck mal, es sind auch Katzen. Hallo. Hallo. Und jetzt sollen wir die Nachbarschaft erkunden. Leute, wir sind frei. Wir sind aus dem Haus entkommen. Und jetzt können wir uns hier in der Nachbarschaft umsehen, oder was? Jetzt können wir hier ein bisschen rumdashen, ein bisschen rumlaufen. Wir müssen nur aufpassen, dass uns der dicke, große Nachbarshund nicht erwischt. Aber ich sehe ihn nirgendwo. Wir sind ja noch ein kleiner Welpe, ne? Nicht, dass das hier im Kontext verloren geht. Okay, und hier steht gerade als Hinweis, wenn wir in unbekannten Gebieten unterwegs sind, ist unsere Aufgabe nicht immer klar. Ja, wir sind jetzt einfach mal unterwegs, schauen uns einfach mal um. Hier ist ein Stein, den können wir rumschmeißen. Ui, ein Steinchen. Ja. Manchmal ist neue Bereiche erkunden dein einziges Ziel. Ja, reicht ja auch. Ist das da eine Katze? Oh, ein Eichhörnchen, das jagen wir. Ein Eichhorn. Wow, weg mit dir. Hau ab. Das ist meine Nachbarschaft, genau. Hau ab. Okay, cool. Okay, unser Sense kann Gefahren in der Nähe wahrnehmen und Tipps. Okay, ja gut.
Ja, dass wir jetzt bis in die nächste Stadt was sehen können, nicht sehen können, war mir auch klar. Oh, können wir auch Katzen so verjagen mit dem Sense? Ja, moin. Voll gut. Auras in der Entfernung sind nicht so gut sichtbar. Ja, gut, habe ich mir auch schon gedacht. Okay, nice. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir in dem Game mal aus dem Haus rauskommen. Oh, was ist das hier vor uns für ein Gebäudekomplex? Warte, lass mal schauen. Hier sind überall Häuser. Bleib von potenziellen Gefahren weg. Was sind denn potenzielle Gefahren? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Lucky Blood. Dexter Street. Okay. Hier sind irgendwelche Wohnblocks oder so. Okay, wir sollen uns von Gefahren fernhalten. Fernhalten von potenziellen Gefahren ist unser Auftrag. Okay. Ich hatte jetzt nicht vor, mich überfahren zu lassen oder so. Also schauen wir uns einfach mal hier um. Hey, als kleiner Welpi hier so unterwegs. Ganz entspannt. Bisschen nachts hier gucken. Bliblablub. Ist auch entspannt. Oh, ein Eichhörnchen. Wow. Nochmal Eichhörnchen erschreckt. Ey, genau so laufen Welpen vors Auto, Leute. Ich sag's euch. So, oh geil, ein Eichhörnchen, Bro. Da renne ich hin. Zack, tot. So ist es einfach. Immer auf Hunde. Passt auf eure Hunde immer gut auf, wenn ihr Hunde habt. Immer gut drauf aufpassen. Okay. Aber wir drehen jetzt hier eine ganze Runde um den Block, so wie es aussieht, ne? Also, oh, es speichert. Bleibt von anderen Hunden fern. Da hinten ist einer. Wow. Okay. Wenn wir in der Nähe von einem Hund sind, während es seine Umgebung begutachtet, wird er anhalten und dich anbellen. Ja, okay. Aber wir sind ihn ja... Also da hinten war scheinbar einer. Okay, wenn uns ein Hund anbellt, sollen wir zurückbellen, damit der Hund von uns wegbleibt. Auch das kriegen wir hin. Das haben wir schon geübt. Das haben wir schon geübt. Das schaffen wir auch. Aber wir sind ja gerade keine Hunde in der Gegend. Also erstmal alles entspannt soweit. Ich hoffe, das war nicht der große Nachbarshund und dass der uns jetzt verfolgt oder so. Da hätte ich auf jeden Fall keinen Turn drauf. Immer noch keine Hunde in der Gegend und wir sind jetzt gleich schon wieder am anderen Ende vom, vom Häuserblock. Wir sind jetzt einmal im Kreis drumherum gelaufen. Wer... Da bellt ein Hund. Aber ich bin weit genug weg, oder? Oh, wir könnten da auch unser Revier markieren. Aber hier vorne habe ich doch gerade irgendwie... oh, was ist jetzt los? Haben wir wieder Hunger? Wir haben Hunger, oder? Was essen? Gerade wo ich hier die Mülltonne finde. Und jetzt? Ja. Okay, wir wühlen durch den Müll durch. Auf der Suche nach Essen. Warum ist der Bildschirm so komisch? Geht's uns nicht gut? Okay, wir haben den Müll durchwühlt und... Was gegessen? Oder haben wir einfach nur... Ja, okay, wir haben definitiv was gegessen. Wir haben den Müll durchwühlt und uns erstmal schön was gegönnt. Ich dachte gerade kurz, das ist ein Vogel, weil die Katze so komische Farben hatte. Da ist noch mehr Müll. Ganz viele Müllsäcke hier. Aber Hunger ist gestillt, also ist das kein Problem. Wer weiß, dass wir Müll gefressen haben. Hoffentlich nichts, was schlecht für uns ist oder so. Das wäre ungut. Oh! Da ist ein Hund! Bell ihn an! Nein! Was? Was soll das denn? What? Hä? Wieso hat er mich denn jetzt geholt? Ich dachte so, ich höre Schritte. Auf einmal ist er hinter mir. Und wo wachen wir jetzt wieder auf? Irgendwo in der Nachbarschaft oder zu Hause? Also sind wir zu Hause vorm Haus? Das hier... Ist das Haus? Nee, ist ein anderes Haus. Das ist ein anderes Haus, oder? Ist ein anderes Haus? Da ist der Hund. Wow, ist der hier jetzt als unterwegs in der Nachbarschaft oder was? Nee, gar keinen Bock auf Stress. Aber das ist definitiv nicht unser Haus gewesen. Oh, was ist das da drüben? Wow, da ist irgendeine Feier oder so. Warte, ist der dicke Hund hinter uns? Ist er nicht, ne? Nee. Okay, hier ist irgendeine Gartenparty oder so. Gartenveranstaltung. Yo, guck mal, die sind hier richtig am Abgehen. Let's go. Wir laden uns einfach ein. Ah, nee, ich habe vergessen, dass wir ein Hund sind. Egal, trotzdem. Yo, guck mal, da sind Menschen. Okay, nur ein Mensch. Hi, Bro. Wie geht's dir so? Hi. Wow! Alter, was ein Jumpscare. Er hat mir eingeschissen. Ah, auf einmal der Riesen... Er hat uns doch verfolgt. Okay. Ich muss das anders machen. Wir sind jetzt wieder in der anderen Straße. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem großen Hund funktioniert. Ob wir zwischendurch einfach mal unseren Sense anwerfen müssen, um ihn zu sehen. Aber wenn er zu weit entfernt ist, können wir ihn ja sowieso nicht wahrnehmen. Also bin ich mir da echt nicht so sicher, was das bedeutet. Aber wir gehen jetzt einfach mal die andere Straße hier komplett runter. Da unten leuchtet ja auch irgendwas. Ist es eine Laterne? Oder was leuchtet da? Ganz da unten. Oh nee, ist einfach ein Straßenschild.
Okay. Okay, nice. Also wir können hier abbiegen oder noch weiter geradeaus. Was ist das hier? Lucky Blood ist das wieder. Und Craven Avenue. Okay, wir gehen mal hier weiter. Da kann man auch noch irgendwo hin. Alter, man kann hier übel viel erkunden. Wo geht's denn hier noch hin? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ne? Also ich habe keinen Plan, wo wir jetzt wieder nach Hause kommen würden, wenn ich wieder nach Hause muss irgendwann. Oh, Leute, ich bin hier nochmal beim Partyhaus. Hier lag ja die ganze Zeit ein Leckerli. Habe ich gar nicht gerafft, aber jetzt habe ich es eingesammelt. So muss ich hier vielleicht bellen oder so? Irgendwas muss doch passieren noch. Warte, ich lade das mal maximal auf. Aber, hallo? Hey, hör auf, betrunken zu sein und helf mir. Wow, oh nein, nein. Der Hund ist da. Aber er hat mich nicht gekriegt. Zerfleischt er jetzt den Betrunkenen vielleicht? Ist mir eigentlich egal, was er macht. Hauptsache, er lässt mich in Ruhe. Er kommt da wieder raus. Ist er am Rennen? Ne, ist am Gehen. Okay, dann gehe ich auch schnell weg. Leute. Hier sind irgendwelche neuen Geräusche. Von einem Polizeiauto? Oder was ist das? Die... Oh. Was passiert denn? Oh. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was? Oh nein. Warte, sind es Halluzinationen? Hoffentlich sind es Halluzinationen. Wir sollen einen Ort finden, um uns zu beruhigen. Ich bell mal die Halluzinationen an. Oh, es war eine Halluzination. Das Ding ist, wenn wir den echten Hund anbellen, Leute, dann, also der wird nicht verschwinden. Der wird nicht verschwinden. Was ist denn ein ruhiger Ort? Hier irgendwo in so eine Ecke rein oder was? Irgendwo hier ein bisschen chillen? Alles ist sicher? Ich bleib einfach mal kurz hier stehen. Ein Ort, um runterzukommen. Ein Ort, um sich zu beruhigen. Wir bleiben einfach mal kurz hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Oder vielleicht hier beim Licht? Hier so neben der Haustür vielleicht? Weil Halluzination... Oh, nee, da drüben ist noch einer. Okay, der ist wahrscheinlich zu nah dran. Kann das sein? Ich denke mal, dass wahrscheinlich nichts in der Nähe sein darf, was uns irgendwie beunruhigt. Dann gehe ich mal... Oh, was? Hunger oder beruhigt? Ich höre aber auch bellen. Ich höre bellen. Von wo? Von da drüben. Okay, wir hauen ab, wir hauen ab. Kein Bock auf Stress. Ich gehe. Da ist noch einer am Bellen. Wieso sind jetzt so viele Hunde auf einmal am Bellen? Was soll das? Bro, hör auf. Ich habe kein Auftragsziel mehr. Oh! Was ist das denn? Run? Wir sollen rennen als Auftrag? Was ist das? Klingt wie Feuerwerk. Es ist eine Halluzination. Es ist Feuerwerk. Einfach Feuerwerk aus der Sicht von einem Hund. Und das ist so brutal. Kein Wunder, dass Hunde immer Angst haben bei Feuerwerk. Ich meine, ob es wirklich so aussieht, ist eine andere Frage. Aber dass Hunde oft Panik haben, ist ja nichts Neues. Okay, wir sollen einfach rennen. Unser Auftrag war rennen. Wir rennen, so schnell wir können. Was leuchtet denn da drüben? Ach, das ist ein Auto. Okay, irgendwelche Halluzinationen in der Nähe? Nein. Einfach nur Feuerwerk of Doom. Alter. Yo. Es muss halt so ekelhaft sein für Hunde, ne? Wenn so ein Feuerwerk richtig am Schieben ist. Heftig. Okay, warte. Wo renne ich hin? Ich muss ja... Also, eigentlich muss ich ja wegrennen vom Feuerwerk, ne? Wow, hier ist noch... Boah, ich wäre fast in den Hund reingelaufen. Aber das ist ein... Das ist keine Halluzination. Ich wollte ihn kurz anbellen, aber das wäre ein Fehler gewesen. Das wäre ein Fehler gewesen, den jetzt anzubellen. Der hätte uns erledigt. Und das, wo jetzt endlich mal was passiert, Leute. Ey, ihr glaubt ja nicht, wie lange ich hier rumgelaufen bin. Oh, haben wir die Nacht überlebt. Samstag Nacht komplett. Let's go. Wie viele Punkte kriegen wir? Ich habe so viel Kram eingesammelt und Katzen erschreckt. Obwohl, ich habe das Kapitel auch einmal neu gestartet, weil irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Vielleicht haben wir doch gar nicht so viele Punkte, wie ich dachte. Ja, okay. Nicht ganz so viel, wie ich dachte. Dachte, wir haben locker über 100.000. Und, oh, was? Wie viele Leckerlis gibt's in dem Level? Ich wusste, dass ich viele gefunden habe, aber 20 gibt es zu finden? Okay, damn. Einfach 20 Leckerlis. Okay, aber was kommt als nächstes? Ein paar Nächte später. Okay, ein paar Nächte später.
Und wir sind immer noch in der Nachbarschaft. Also draußen. Niemand hat den Hund gesucht oder ist wieder nach Hause. Gut. Wenn ich der Hund wäre, ich hätte auch keinen Bock mehr wieder da zu Hause zu sein, wo ja, ich nur Gewalt erfahre und so. Was ist mit ihm? Sag mir nicht, ihm geht's schlecht und ist jetzt irgendwie vergiftet oder verhungert oder so. Bitte nicht. Er schafft es, von zu Hause zu entkommen, wo sein Herrchen nur gewalttätig ist, nur um dann draußen in irgendeinem Vorgarten zu sterben? Oh. Aber ist nicht... Also... Was ist mit ihm? Errungenschaft freigeschaltet. Die trying. Bei dem Versuch gestorben. Oh nein, der Kleine ist tot. Das ist das Ende? Dass der Hund stirbt? Oh Mann. Das Game ist von Paxton. Das Spiel wurde erstellt, um eine neue Perspektive von Horror-Games zu geben. Und es wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Vielen Dank. War ein echt cooles Game. Also noch mehr aus der, Also ich hätte mir noch mehr gewünscht tatsächlich. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Game. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da. Daumen nach oben, Channel abonnieren. Ihr könnt gerne das letzte Video noch hier drüben auschecken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.